Ein Ergebnis der Computerwoche-Studie ist, dass knapp die Hälfte der Befragten bei IoT-Projekten auf einen Partner setzen. Warum ist die Rolle der Partner bei IoT-Projekten so wichtig? Also ich glaube, dass gerade bei IoT-Projekten nicht nur die Rolle des Einzelnen, sondern ganz vieler Partner sehr viel wichtiger wird als bis dato. Es liegt daran, wenn man sich überlegt, wie viele Komponenten in einem IoT-Projekt zum Tragen kommen für gewöhnlich. Es geht ganz vorne los mit der Sensorik. Das geht über die Datensammlung bis hin zum Data Lake, zur Aufbereitung und dann irgendeine Art von Backend und möglicherweise Einbindung von Kunden in dieses ganze Konzept. Dabei ist ganz klar, dass jede einzelne Komponente braucht sicherlich einen Partner mit einer bestimmten Kompetenz. Und daher glaube ich, dass wir im IoT-Bereich sehr viel mehr als je zuvor Gremien haben werden, Konglomerate haben werden aus ganz vielen Partnern, die an so einem Projekt stemmen können. Könnte diese Komplexität auch ein Grund dafür sein, dass in einem Viertel der Projekte keine Qualitätsmessung, keine Kontrolle stattfindet? Das hat mich offen gesagt sehr verwundert, als ich dieses Ergebnis gehört habe, dass es keine Qualitäts- oder keine Erfolgsmessung gibt. Auf der einen Seite gibt es bei uns zum Beispiel sowas überhaupt nicht, dass es keine Qualitätskriterien gibt, wonach ein Projekt erfolgreich wäre. Insofern muss man sich vielleicht die Frage stellen, was haben denn diese Unternehmen tatsächlich für sich als Erfolg definiert? Das eine ist der technische Erfolg, ob die Lösung, die ich gebaut habe, funktioniert. Und ich glaube, da kann man sehr wohl Erfolgsmessungen machen. Das andere ist natürlich, wir haben ganz, ganz häufig als Basis dieser Innovation ganz neue Geschäftsmodelle. Und ob dieses Geschäftsmodell Erfolg hat, das lässt sich, glaube ich, kurzfristig kaum messen, eher langfristig. Wahrscheinlich kommt daher auch diese Wahrnehmung. Ein anderes großes Feld der Studie war das Thema Security und Datenschutz. Hier sehen die meisten Befragten noch Hindernisse bei der IoT-Einführung. Haben Sie eine Erklärung dafür? Na, Hindernis ist, glaube ich, der falsche Begriff dafür. Das Thema Security ist einfach was, was mehr und mehr natürlich jetzt in den Vordergrund kommt. Und das haben wir in den letzten paar Wochen durchaus gelesen über die Hacks, ne, dass man irgendwann dann hier Kühlschrank und hier elektrische Garagentoröffner zum Teil des Botnetzes wird. Insofern ist diese Sichtweise auf Security geschärft worden, was ich gut finde. Und ich glaube einfach, dass sehr viele Unternehmen ein bisschen blauäugig dran gelaufen sind, zunächst mal die eigentliche technische Lösung und den Business Case im Blick hatten und das aufgebaut haben auf Systeme, die vielleicht erstmal per se Hauptsache getan haben und nicht per se sicher sind. Und das kommt jetzt peu à peu zum Tragen. Und Security in einem solchen komplexen, großen Umfeld mit großer Skalierung ist einfach eine Herausforderung. Und hier braucht es genügend Menschen mit Fachkompetenz, die da unterstützen können. Ich glaube, da ist einfach nicht die Awareness da, dass man das braucht in dieser Art. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön ebenfalls.